Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Flife. Und wir sind hier bei den Schuhhammers, beziehungsweise hier sollten überall irgendwie Schuhhammers sein. Und hier sind sie auch, allerdings nicht die richtigen, wir müssen ja die normalen töten. Und die suchen wir mal. Und dann geht's einfach mit der Quest weiter von Suri. Wird mich dann mal interessieren, weil die ist ja eigentlich der letzte verschwundene Held von dem Krieg. Deswegen würde mich mal interessieren, was dann danach passiert. Ob dann, keine Ahnung, irgendwie eine fette Schlacht ist oder so. Und hier ist der Giant. Na, klatsch mal den auch um. Kann ja nicht schaden. Ach, Moment. Say Frozen Blade X. So, ganz toll. Jetzt greife ich das Kackviech an. Jetzt kann er mich nicht einladen. Sollte noch Platz frei sein. Wäre natürlich nicht schlecht eine PSF, weil dann könnte der tatsächlich auch was droppen, oder? Welches Level ist der? Ach so, nee, doch nicht. Oder droppt 101 AG nicht, ne? Ne, 101 droppt keine AG, sind ja 105er Waffen. Oh, na gut, dann hat sich das sowieso erledigt. Aber umklatschen tun wir ihn trotzdem. Aber der macht mir ziemlich viel Schaden, muss ich sagen. Da ich ja fast schon bedenken, dass ich den nicht packe. Ja, mach mal die beiden mal rein. So. Ja gut, der kriegt schon ordentlich Damage. Genau, ach, egal. Ich kill ihn einfach schnell danach. Partie. So. Ja, war ja klar. Wie gesagt, er ist auf Englisch geschrieben. What the fuck? Egal. Ich habe ein, Rescon-Set gesehen bei uns im Forum auf Marktplatz. Und zwar war das mit 48 CD, ziemlich viel STR, knapp 40 waren es, glaube ich, 37 oder so. Und 18 Crit-Rate und 40% ATK, also ein ziemlich geiles Rescon-Set, also wesentlich besser als meins halt. Einfach in jedem Punkt besser, viel besser. Natürlich auch plus 10. Und ich habe mal 30 Milliarden circa Offer gemacht, allerdings war dann schon 2 Stunden später, kam dann schon die Nachricht, ja, das Set ist schon weg. Zu welchem Preis kann ich euch leider nicht sagen, wurde nicht gesagt, es war auch vorher kein circa Offer festgelegt, deswegen habe ich halt einfach mal 30 Milliarden gesagt, weil ich meine, 30 Milliarden ist ja schon eine gewisse Anzahl. Und es wäre ja auch nur ein circa Offer gewesen, meistens gehen ja die Sachen dann bis zum doppelten Preis weg, also hätten theoretisch auch noch 60 Milliarden werden können, also theoretisch, ja. Ich hätte jetzt keine 60 Milliarden gehabt, nicht ganz, aber wahrscheinlich wurde es für 60 Milliarden so verkauft. Ist auf jeden Fall schade, dass ich es nicht bekommen habe. Allerdings wäre dann auch mein komplettes Geld weg gewesen, wenn ich es mir überhaupt hätte leisten können, wie gesagt. Also wenn es 60 Milliarden gekostet hätte, hätten wir es ja gar nicht kaufen können, da ich ja nur ein kleines bisschen mehr als 50 habe. Genau. Dann Warporn-mäßig, ja, immer noch nichts. Also jetzt seit mittlerweile, ich glaube knapp 2 Monaten, halte ich jetzt schon die Augen offen. Also das letzte Gute wurde ja vor gut 2 oder 3 Monaten verkauft und der Typ, der es gekauft hat, ist inaktiv. Also den habe ich ein paar Mal angestellt, der spielt nicht mehr. Finde ich ziemlich behindert, weil ich meine, er hat das sozusagen einzige Warporn, das damals zum Verkauf war, gekauft, ist dann inaktiv gegangen, was übelst arschig ist, aber naja gut, was willst du machen? Und ja, es wäre dieses Rest-Konzert schon geil gewesen, weil es halt wie gesagt 10-mal besser ist als meins. Also 22 CD wären drauf gewesen mehr, 12 Crit-Rate mehr, also es wäre wie im Endeffekt, jetzt hätte ich einen Warporn mit 10% Crit-Rate Set-Effekt an. Achso, das ist gar kein normaler, ups. Oh, hier sind allgemein ziemlich wenige normale. So. Genau, und dann halt noch irgendwie 20 STR oder so mehr, dafür kein Dex. Aber wäre im unterm Strich, wäre es 10-mal besser gewesen. Dann natürlich auch noch 12% Angriffskraft mehr. Das wäre schon relativ geil gewesen, aber naja, man kann ja nicht alles haben. Und wie gesagt, ich meine, ich hätte es mir gar nicht leisten können. Ja, 50 Milliarden drüber hätte ich ja gar nicht gehen können und dann ja, wäre wieder das ganze Geld weg. Und im Endeffekt wäre ich nicht weiter. Natürlich könnte ich dann auch meinen Rescon verkaufen, klar. Aber bis das dann auch mal weg ist und so vergehen wieder 100 Jahre und ich merke gerade, wir haben schon 20 gekillt. Auf zu Suri. Wie fliegt man da am besten? Ich fliege wieder aus der Halle raus. Die ist ja zum Glück direkt unter der Suri, was relativ, ja, cool ist. Muss man nicht so weit fliegen. So, erstmal durch die Decke backen. Oh ne, hier ist eine unsichtbare Wand. Boah, ey, dass die überall unsichtbare Wände hinmachen. Und jetzt noch Friend Request. Oh Gott,
Achso, man kann einfach durchfliegen, oder was? Nee, kann man nicht. Ich kann mich durchbuggen, aber ich kann nicht durchfliegen. Also ich kann mich in die Wand reinbuggen, aber nicht durch die Wand durchfliegen. Beziehungsweise durch die Decke. Naja. So, die war... Ach, da. Moinsen, du suchst nicht zufällig eine PSF mit Dauerskills. Ja, doch. Schon, ja. Die hier macht ja keine Dauerskills. Das ist keine PSF. So, dann warten wir auf die Einladung, bevor wir hier weitermachen. Kann er ruhig mit rein. Der alte Spasti steht zwar nur AFK rum, aber er kann da trotzdem mit rein. Tja, da wartet man auf eine Party, ne? Hat Dela schon eine Einladung? Moment. Ne, hat er nicht. Nope. Keiner von beiden hat eine Einladung. Ne, egal, machen wir einfach weiter. Schon fertig? Du bist stärker, als ich dachte. Oh, das hat sogar ein Prozent gegeben. Lol. Was für laute Viecher. Es scheint noch lauter geworden zu sein. Und Dela hat auch eine Einladung. So. Ich denke, es war ein Schein, Schuhhammer. Sie werden leise sein, wenn ihr... Nein. Nein. Jetzt nicht ohne Witz, oder? Das ist doch ein Witz. Jetzt habe ich den vorher gekillt. Oh Mann. Ja, netter Typ, der 20 mehr da schickt, auf jeden Fall. Der netteste Typ von allen. Jetzt können wir auf die Suche nach dem Giant gehen. Boah, ey. Hätte ich gewusst, dass es die Folgequest ist, den Giants zu killen, hätte ich ihn ja nicht gekillt, ey. Jetzt müssen wir wahrscheinlich Server wechseln, weil so schnell spawnt er ja nicht. Außer er spawnt woanders. Mal kurz ein bisschen rumfliegen. Eigentlich sind Giants immer am gleichen Ort. Also immer im gleichen Umkreis. Die ziehen halt da ihre Runden. Deswegen gehe ich jetzt mal nicht davon aus, dass der jetzt ganz woanders spawnt. Sprich hier hinten irgendwo. Man könnte natürlich trotzdem sein. Ja, aber ich denke, wir müssen Channel wechseln. Ich kenne da doch die Spawnplätze von denen eigentlich nicht, weil ich jag ja nie Giants. Wo ist, na gut, in dem Levelbereich sowieso nicht. Also wenn dann nur Viecher, die auch AG droppen. Ja gut, ist nicht da. Das heißt, ich wechsle mal kurz Server. Bis gleich. So, da sind wir wieder auf Server 4 und Leute, da ist er direkt. Hammer geil. Passt perfekt und direkt drauf. So, jetzt sehen wir hier leider den Gilden-Chat, deswegen mache ich mal Data. Muss ja nicht jeder wissen, was die da labern. Wobei es zu 95% eh. Ach halt, Moment, Steph schaut sich fast hier das Video an. Ich sollte nichts Falsches sagen. Ja, ist auf jeden Fall eine sehr produktive Konversation zwischen zwei sehr politisch korrekten Gildenmitgliedern, sagen wir es mal so. So. Giant Shuhama, wie viel Level? 12 Level unter mir ist er. Das erklärt wohl den Schaden. Und, nice, und? Ne, nur Mizelle, schade. Ich hatte schon gedacht, der hat irgendwas gedroppt. Aber wenigstens hat es jetzt durch die PSF doppelt Penya gedroppt. Das war ja auch schon mal nicht schlecht. So, dann fliegen wir wieder zurück. Schauen wir mal, ob das wieder ein Prozent gibt. Aber ich glaube, da geht es nur daran, dass wir vorher schon alle Luyas, also 20 Luyas plus 20 Shuhamas plus dann noch zwei Quests abgegeben. Das dann insgesamt alles zusammen hat 1% gegeben. Denke ich mal. Oder es war wirklich so, dass das jetzt auf einmal so viel gibt. Aber das bezweifle ich mal, weil pro Quest knapp 1%, das wäre ziemlich viel. Würde sich fast mehr lohnen als leveln. Weil es halt auch was anderes ist als leveln, weil es halt mehr Spaß macht als leveln. Wobei den Giant zu töten, solo, wenn man jetzt wirklich Level 103 oder so ist, oder 101, dann ja, würde ich jetzt auch nicht schaffen. Hätte ich auch nicht geschafft. So, fantastisch, du hast einen Giant Schwarmer erlegt. Nun vertraue ich dir. Tatsache, wieder 1%. Ha, hammergeil. Ich denke, dass ich dir meine Bedenken mitteilen kann. Ich habe hier trainiert, nur um eine Sache zu kommen. Aber bisher war
Nicht erfolgreich. War ich nicht erfolgreich, gehe ich jetzt mal davon aus. Ein Rechtschreibfehler kotzt schon ein bisschen an. Ich weiß nicht warum. Ich fühle mich, als hätte ich etwas Wichtiges verloren. Etwas, das ich haben sollte, aber nicht besitze. Kannst du Bill Poster welcher Karpaffe mitteilen, was mich bedrückt und um Rat fragen? So, frag mal den mal um Rat. Das müsste dann der da hinten sein. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Der beim Wenel, genau. Müssen wir kurz hinfliegen. Müssen wir da vorne durchs Tor. Also ich finde die Wings ja ziemlich nice, weil die so schnell sind. Es gibt zwar noch die Silver Wings oder Silver Glory Wings heißen die, glaube ich. Die fliegen 276 schnell. Das heißt, es ist nochmal 7 km/h schneller. Und dann gibt es noch die Golden Glory Wings. Die fliegen, glaube ich, 291 fliegen die, glaube ich. Das ist das schnellste Fluggerät, das es gibt. Wobei die 22 km/h machen jetzt auch nicht wirklich einen Unterschied, außer so. Ja klar, wenn man jetzt wirklich von oben nach unten durch Darkon 3 durchfliegt, dann natürlich schon, aber wenn ich jetzt irgendwie so eine kurze Strecke fliege, dann fällt es überhaupt nicht auf, ob da jetzt einer wesentlich schneller, also 22 km/h schneller ist oder nicht. Also sieht nicht nach einer großen Veränderung aus. Allerdings jetzt mit Vergleich die Flügel hier, die ich jetzt habe, mit dem normalen Ignice Board, das ist ja so ziemlich jeder hat, dieses 200k Board, das sind 50 km/h und das ist dann schon ein ziemlich krasser Unterschied. Also 50 ist schon ziemlich viel. So. Für die Quest wird es wahrscheinlich kein Prozent geben. Willkommen, ich habe dich schon erwartet. Ach, das war's schon. Ach nee, dann eine Folgequest. Suri ist eine Wiedergeburt des Roentan, dem Billposter-Hero. Sie befindet sich derzeit im Ungleichgewicht. Wenn sie wieder so sein will wie früher, braucht sie ein Enlightenment-Shard. Gehe zu Pera und besorge ein Enlightenment-Shard. Er wird dir weiterhelfen. Wer zum Teufel ist Pera? Enlightenment Charge. Billposter Priester. Oh ja, sei nur am Ende der Welt, ey. Spasti. Ja, dürfen wir da jetzt auch hinfliegen? Super, freue ich mich schon drauf. Naja. Schade, dass es hier kein Gildenhaus gibt. Ja, ich bin so an den Gildenteleporter gewöhnt, ja. Also schon wieder voll schlimm. Früher war es viel besser ohne Gildenteleporter. Ja, wäre schon cool, wenn mir irgendjemand mal 100 Milliarden schenkt. Denke ich jetzt ehrlich gesagt nicht, dass es nochmal passiert. Ups, jetzt sieht man wieder den Chat, warum auch immer. Ja, war halt ja schon eine einmalige Sache, gehe ich jetzt mal davon aus. Ihr solltet jetzt nicht alle mir Kohle schicken oder so, ganz im Gegenteil. Ja, solltet ihr schon behalten. Wie gesagt, denke ich mal, war schon eine einmalige Sache. Also es war auch das erste Mal. Also ich habe schon mal Kohle bekommen, das schon, aber meistens nur so 10 Mille oder so mal. Oder halt mal ein Flugboard oder ein Bike oder sowas. Ja, solche kleineren Sachen. Und gehe ich jetzt mal nicht davon aus, dass das in solchen größeren Mengen nochmal passiert. Also, das bezweifle ich. Genau, ja. Ups. Oh, meine Fresse, wie mich das ankotzt hier mit dem Gildenchat. So. So, jetzt sind wir wahrscheinlich noch mit am Altar vorbeigeflogen oder auch nicht. What the fuck, war der nicht hier? Oh, wir sind genau drüber. Perfektes Augenmaß hatte ich da. So. Der Wächter hat dich geschickt, ich habe dich erwartet. Ja, wieder kein Prozent, euch aber auch nichts großartig geleistet. Damit Suri zur Erkenntnis gelangt, braucht er... Das ist jetzt ein Witz, oder? Das, wollen die mich verarschen? Suri soll ein Kerl sein? Das ist nicht in der fucking Ernst, oder? Damit Suri zur Erkenntnis gelangt, braucht er die Erleuchtung, von der du bereits weißt. Ich weiß, dass es helfen wird. Da es aber schwierig ist, an den Enlightenment-Chart zu gelangen, muss ich dich zuerst testen. Jage 15 Small-Kern und Kern. Ah. Wieder eine Jagdquest. Oh, wieder Scheiße. Oh, meine Fresse, wieso öffnet sich der Chat andauernd? Der wie verflucht hier. So, boah, 30 Viecher killen. Dafür gibt es bestimmt wieder ziemlich viel Erfahrung. Und da müssen wir zum
Wieder zum Bildposterpriester. Das kann ja heiter werden. So. Okay, da unten sind die. So. Na gut, dann war's das für diese Folge. Es geht weiter beim nächsten Mal. Macht's gut, rein und ciao, ciao.